klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Wenn ich mir hier und jetzt vorstellen sollte, ich müsste persönlich meinem Schöpfer begegnen. Was wäre spontan meine Vorstellung in meinem Herzen? Wie würde diese Begegnung funktionieren? Würde ich so aus dem Betrachten meiner selbst, würde ich Vorwürfe gegen mich selbst hegen, um dessen Willen, da ich doch weiß, dass ich so unzulängliche Missglückungen und Fehlerhaftigkeiten besitze, die mir so leid tun, dass ich mir denke, Gott, du kannst mir nicht begegnen, ohne mir Vorwürfe machen zu müssen. Und so mache ich mir selbst die Vorwürfe, wo es heißt, wenn unser Herz uns verklagt, verdammt. Und dann sagt er die Antwort, dann ist Gott immer noch der Größere, der weiß, was sich in uns abspielt und der kennt unseren Kampf, unser Dilemma, unsere Verzweiflung. Und dann ruft er uns dazu, dass ich betrachte die Lösung der Problematik. Doch welche Lösung betrachtet man, wenn man nicht zuvor gesehen hat, wie sieht das Problem aus? Was ist das Problem? Wie schlimm ist es denn? Wie menschlich unlösbar ist die Problematik? Da muss ich betrachten, eine Gesetzmäßigkeit, eine Regelmäßigkeit, die immer nach dem gleichen Schemata abläuft und unveränderbar einen Einfluss auf mich nehmen will, die da heißt, denn die nach dem, und jetzt füge ich bei diesen Versen hinzu, sozusagen Naturgesetz, also der Gesetzmäßigkeit, die nach dem Gesetzmäßigkeiten des Fleisches leben, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Ganz logisch. Die schauen immer mit den Augen der Lust, die schauen immer mit Geiz und Habgier, Eifersucht und mit all den bösen Gesinnungen. Da sind sie immer durcheinander, da sind sie immer mit beschäftigt. Sie können nicht anders, sie sind so gestrickt. Und dieses Wesen will mich gefangen halten und in ein Gefängnis meiner Fleischlichkeit festbinden. Denn wenn ihr nach dem Naturgesetz des Fleisches lebet, so müsst ihr sterben. Das ist der Tod. Warum ist es der Tod? Denn wir wissen, dass das Gesetz der Freiheit, das Gesetz Gottes, das Gesetz der Herrlichkeit des inwendigen Menschen, das geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und die Weiterführung darum, weil die Gesinnung der Gesetzmäßigkeit des Fleisches Feindschaft wider Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann es doch auch gar nicht. Die aber im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das ist und bleibt der Berg. Das ist der Schrecken. Das ist das furchtbare Problem. Du kannst niemals im Fleisch Gott gefallen. Geht nicht. Wann kapitulierst du endlich? Wann gibst du auf? Wann sagst du ja zu deinem eigenen, ureigenen Bankrott? Wann endlich kommst du auf ein Ende mit der eigenen Kraft, eigenen Anstrengung, eigene Bemühung, wo du denkst, du musst es noch irgendwie ein bisschen verbessern, ein bisschen hinrichten, herhobeln, was doch so mal so ein Ding der Unnötigkeit ist, solange du in deiner Fleischlichkeit dir selbst es anvertraust, die Problemlösung. Dieses Problem, dieser abgrundtiefen Bosheit, das muss ich betrachten und kann ich ansehen wie einen unglaublich hohen Berg, wo dann Gott sagt, hey, mein liebes Kind, hör mir doch zu, du brauchst nur einen Senfkorn Glauben, um diesen
Berg ins Meer der Vergessenheit zu versenken. Ja, da sage ich dann, wow, das ist aber darum eine Lösung, die ich nicht so erwartet hätte. Ist es wirklich so einfach? Kann es so leicht sein? Ja, es ist die Lösung vorhanden, die da heißt, ihr aber seid nicht im, ich füge wieder hinzu, Naturgesetz des Fleisches, in der Gravitation des Fleisches, sondern im Naturgesetz des Geistes. Wenn anders Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ihr seid nicht in diesem bösen, egoistischen, lüsternen Wesen befangen. Ihr seid in Jesu Liebe eingehüllt, eingefangen. Wenn anders, wenn sonst Christi Geist in euch wohnt, das ist das einzigste Mittel und die einzigste Lösung. Hör zu, Mensch, vergiss dich selber in deinen Lösungsanstrengungen. Es wird immer eine Frustration abgeben und kann gar nicht anders sein, weil du aus dir selber doch nur Fleischliches produzieren kannst. Genau darum hat Gott entschieden, ich selbst werde die Lösung in meine Hand nehmen, um sie den Menschen zu schenken. Ja, Amen, um darauf mein ganzes Vertrauen zu setzen. Das ist so einmalig, das ist fantastisch, fantastisch. Denn die Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Ich bin frei gemacht zu einem anderen Dienst. Und ich habe den Dienst dieser tödlichen, bösen Gesinnung, ich habe es ihm anzuvertrauen. Ich habe zu sagen, Herr, hilf mir jeden Tag, jeden Schritt, jeden Tritt, hilf mir in deinen Spuren zu wandeln, in deinen Geist zu wandeln. Wie bitteschön will ich das hinbringen ohne seinen Geist? Auf was will ich da vertrauen? Sehen kann ich nicht sehen, klar und deutlich. Ich bin ausgeliefert. Mein Gott muss mir helfen. Mein Gott ist meine Rettung. Und das ist so fantastisch. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Und da geht es keinesfalls so um hochgespannte, übergespannte, ich bin in der Leitung Gottes, ich habe da irgendwelche Firlefanz mir ausgedacht und bilde mir ein, das sei so tief geistlich und ich bin so eingebildet von meiner Geistlichkeit und mein Ding, das muss ich überall vertönen und in der größten Vermessenheit des Herzens, ist auch wieder nur fleischlich, muss ich so tun, als ob ich ganz besonders geleitet bin, ganz besonders erfüllt bin. Mensch, hast du eine Ahnung von der Demut, von der Niedrigkeit, von der Selbstlosigkeit des Heiligen Geistes, der so gar nicht aufgebläht, so gar nicht selbst überzeugt, so tief in sich, in seinem eigenen Wesen gebrochen, nichts aus sich selber, den anderen immer höher achtend als sich selber ist. Das ist Jesu Selbstlosigkeit, das ist die echte Leitung des Geistes. Oh, diese Selbstlosigkeit, die ist das Siegel, das Empfang Gottes. Halleluja.